Hallo, ich habe mal wieder was für euch. Ich werde immer wieder natürlich gefragt, weil ich selber mal relativ viel abgenommen habe, wie denn das mit Abnehmen und Ernährung und so funktioniert. Und ich habe letztens ein total interessantes Video von einem amerikanischen Arzt gesehen, dem ich relativ lang schon folge. Der heißt Dr. Peter Attia, A-T-T-I-A, wenn ihr euch den mal suchen wollt. Und der hat einem Patienten erklärt, wieso die Grundregeln von Abnehmen sind. Und das hat er auf einem Diagramm aufgezeichnet. Und weil es ein englisches Video ist, was ich relativ schwierig zu verstehen finde, habe ich mir gedacht, ich mache es euch einfach mal auf Deutsch und zeige euch auch das Diagramm mal auf. Also er geht hierher und macht drei Hebel sozusagen. Und diese drei Hebel, jeder hat eine bestimmte Art, wie man sich ernährt. Das eine ist CR, das steht für Caloric Restriction, also die Kalorienzufuhr, die Menge der Kalorienzufuhr. Dann haben wir TR, das steht für Time Restriction, also wann du isst. Und dann haben wir DR, das steht für Dietary Restriction, also was du isst. Ich schreibe es hier mal hin, ne? CR steht für wie viel esse ich, also wie viele Kalorien esse ich. TR steht für wann esse ich. Und DR steht für was esse ich. Und nur mal zum Erklären, ne? Also Time Restriction könnte jetzt zum Beispiel sein Intervallfasten. 18:6. Oder 16:8, was so viel heißt wie 18 Stunden des Tages isst du nichts und in einem Zeitfenster von 6 Stunden isst du was. Könnte zum Beispiel sein, du stehst morgens auf und irgendwann nimmst du das Frühstück zu dir um 9 Uhr und dann bist du um 15 Uhr mit deinem Essfenster fertig und isst das letzte Mal oder hast um 15 Uhr dein letztes Essen abgeschlossen und isst dann nichts mehr bis am nächsten Tag wieder um 9 Uhr. Es wäre so eine ganz klassische 18:6, also ein Zeitfenster von 18 Stunden nichts essen, in einem Zeitfenster von 6 Stunden was essen. Es gibt auch zum Beispiel OMAD, O-M-A-D, das heißt One Meal a Day, das ist Englisch und heißt so viel wie eine Mahlzeit am Tag. Ja, wenn du sagst, hey, ich esse immer um 12 eine gute Mahlzeit und esse die restliche Zeit nichts. Also, oder zum Beispiel, was ich sehr lange gemacht habe, nach 16 Uhr esse ich nichts mehr. Also Time Restriction, wann esse ich? CR steht für Caloric Restriction, also wie viele Kalorien esse ich? Also zu sagen, statt 2000 Kalorien am Tag esse ich zum Beispiel nur 1500 Kalorien am Tag. Und DR steht für Dietary Restriction, also was? Wie zum Beispiel, ich fahre die Kohlenhydratzufuhr runter. Ich esse weniger Kohlenhydrate und dafür zum Beispiel mehr Fett und mehr Eiweiß. Es gibt ja die drei Gruppen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Und wenn du zum Beispiel Fett erhöhst und Eiweiß ein bisschen und Kohlenhydrate ganz wenig, dann hast du zum Beispiel eine ketogene Ernährung. Also, was esse ich? Und jetzt gibt es eine Regel. Wir können die drei Dinger betrachten wie Hebel, die wir betätigen. Und wir sollten immer in unserem Leben mindestens einen Hebel betätigen. Also entweder weniger essen oder die Zeiten, zu denen wir essen, ändern. Also eine 18:6 Intervallfasten oder eine 16:8 Intervallfasten oder one meal a day oder nach 16 Uhr gar nichts mehr. Oder die Dietary Restriction sagen, hey, ich esse nur noch sehr wenig Kohlenhydrate oder keine Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen, wie zum Beispiel Zucker, Weißmehl, Reis, Nudeln, diese ganzen Geschichten. Also wir sollten immer einen dieser drei Hebel betätigen. Wenn wir abnehmen wollen, sollten wir oft zwei Hebel gleichzeitig betätigen. Also zum Beispiel schauen, wann? Ich mache zum Beispiel ein 18:6 Intervallfasten und dabei fahre ich die Kalorien runter. Also ich esse weniger Kalorien zu anderen Zeiten. Oder
ich esse weniger Kalorien und fahre die Kohlenhydrate runter. Dann betätige ich diese zwei Hebel. Oder ich esse weniger Kalorien zu anderen Zeiten. Dann betätige ich diese zwei Hebel. Das unterstützt schon mal, wenn wir abnehmen. Und von Zeit zu Zeit sollten wir alle drei Hebel gleichzeitig betätigen. Und zwar weniger Kalorien zu uns nehmen, das Ganze in einem Intervallfasten zum Beispiel oder nur mit einer Mahlzeit am Tag und auch noch zum Beispiel die Kohlenhydrate runterfahren. Das ist was es in der Menschheitsgeschichte immer wieder gegeben hat. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Fasten. Mal 2, 3, 4 oder 5 Tage einfach fasten. Oder es gibt heutzutage, da mache ich nochmal extra Video dazu, sogenannte Fasting Mimicking Diets. Das sind Diäten, wo der Körper ein bisschen was zu essen kriegt, aber es ist so wenig, dass er denkt, er fastet. Das ist sehr gesund. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt drei Hebel, die wir, wenn es um Essen geht, betätigen können. Einmal den Hebel, wie viel wir essen. Einmal den Hebel, wann wir essen. Und einmal den Hebel, was wir essen. Wir sollten immer einen Hebel betätigen. Also immer entweder weniger essen oder in einem bestimmten Zeitfenster essen. Oder das beachten und runterfahren, was wir essen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Wir sollten öfter zwei Hebel betätigen. Also zum Beispiel weniger essen zu anderen Zeiten. Weniger essen und Kohlenhydrate runterfahren. Oder Kohlenhydrate runterfahren und zu anderen Zeiten essen. Also zwei Hebel gleichzeitig betätigt. Und ab und zu, kann einmal im Monat sein, 2, 3, 4, 5 Tage, alle drei Hebel betätigen und dann Gewicht runter. Und wenn du jetzt sagst, ich mache ja immer schon zwei Diäten, weil von einer werde ich nicht satt, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das habe ich nämlich auch immer wieder gemacht. Aber das ist wirklich ein ganz tolles System, muss ich echt sagen. Und da möchte ich Dr. Peter Attia ein ganz großes Kompliment aussprechen. Und ich wollte es euch einfach mal auf Deutsch näher bringen, weil ich finde, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man immer einen Hebel betätigt, oft zwei Hebel gleichzeitig und von Zeit zu Zeit drei Hebel gleichzeitig, dann wirst du über kurz oder lang Gewicht verlieren und vor allem auch gesünder sein. Und das wollte ich euch hier mal nahe bringen. Ich hoffe, es war einigermaßen Verständnis. Wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und das Video gerne auch teilen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.